Mir war die Fotografie und das Sammeln von Fotografie immer sehr wichtig. Ich habe seit vielen Jahren sammeln wir so Intensivfotografie. Und ich dachte, das ist zwischen den kleinen oder kleineren Auktionshäusern und den ganz großen internationalen Auktionshäusern für Fotografie, die großen Christie's, Sotheby's etc., durchaus Platz gibt für ein Auktionshaus in Wien. Wie würden Sie denn das Westlicht repräsentativ für die Fotokunst beschreiben? Ja, sehr, denke ich. Also ich glaube, der Peter Köln ist wahrscheinlich der profundeste Kenner und Macher auf dem Gebiet. Und es ist sehr zu bewundern, was er hier auf die Füße gestellt hat. Und jetzt bei der 10. Auktion, glaube ich, haben wir ein sehr schönes Angebot, das von sehr früh bis zeitgenössisch geht. Und auch die Präsentation, wie Sie sehen, ist in Form einer richtigen Ausstellung. Also ist wie eine kuratierte Ausstellung. Das heißt, wir bringen den Leuten nicht nur den Käufern die Fotografie näher mit dem Angebot, sondern auch durchaus den Besuchern, die eingeladen sind, hier die Ausstellung zu sehen. Sie haben sich jetzt die Ausstellung ein bisschen angeschaut. Was ist Ihr erster Eindruck? Wow, gefällt mir sehr gut. Haben Sie ein Lieblingsbild gefunden? Ja, die Marilyn. Warum? Das war immer schon mein Favorite. Diese Van der Wolf Doppelporträt von der Frau mit der Katze ist natürlich schon ein ganz großes Highlight der Fotografie. Und ich bin sehr stolz, dass wir das auch in der Auktion haben, zumal es von dem Abzug nur 3 Stück weltweit gibt. Und das ist schon eine ganz große Rarität. Mir geht es ja nicht unbedingt jetzt um die materiellen Werte bei der Fotografie oder bei dieser Fotografie, sondern auch, wir wollen nicht nur die Blue Chips der Fotografie da verkaufen, sondern auch unbekannte Sachen, die aber von der Qualität sehr wertig sind und sehr wichtig sind. Diese Auktionen laufen ja deshalb so berühmt und so beliebt, weil Menschen einfach diese Originale besitzen wollen. Können Sie sich vorstellen, woher dieser Wille, diese Begeisterung kommt? Ja, schon, weil ich habe ja auch Fotografien, wo ich die Fotografinnen persönlich auch kenne und die Entstehungsgeschichte. Das sind auch Fotografien, die sind handkoloriert, das heißt, die sind dann auch wirklich Einzelstücke und nicht nur Abzüge. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr wertgeschätzt wird, weil dann der Bezug zum Machen selber da ist. Das, was ich auch besonders toll finde, ist die Nachhaltigkeit, mit der auf diesen 3 Schienen einerseits das Museale, andererseits dann diese Auktionen, also das Galerie, der Galeriebetrieb und dann natürlich auch die Infrastruktur mit den Apparaten, dass das so lange konstant durchgehalten hat.